In den vergangenen Tagen sind die Corona-Fallzahlen in Magdeburg wieder angestiegen. In der Berichterstattung dazu fand in jedem Satz Erwähnung, dass dies vorrangig rumänische Staatsbürger betreffe. Inwiefern, fragt der Integrationsbeirat der Stadt Magdeburg, ist es relevant, welche Nationalität die infizierten und unter Quarantäne befindlichen Personen sind? Das Virus kennt keine Nationalität. Unserer Ansicht nach ist es in erster Linie wichtig, welche Maßnahmen sofort getroffen werden, zum Beispiel die bereits erfolgte Einbeziehung von Sprachmittlern und Sozialarbeitern, aber auch wie zukünftig der Zugang der Stadtverwaltung zu den nicht deutschsprachigen Communities verbessert wird bzw. Sorge getragen wird, dass sich die Situation nicht wiederholt, so Christoph Blau, Integrationsbeauftragter der Stadt Magdeburg. Dieses Zusammenwirken könne noch wesentlich besser funktionieren, pflichtet auch die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. AXA als Träger des Eine Welthaus Magdeburg bei. Die Stadtverwaltung wendete sich zwar bereits zum Zeitpunkt der ersten Schulschließungen an beide Landesverbände, allerdings wurde die angefragte Hilfe bisher spärlich in Anspruch genommen. Mit Worten fängt es an, dass in die und wir unterteilt wird. Es ist unerträglich, wenn selbst in kommunalen Pressekonferenzen und Medienmitteilungen im Kontext der Infizierung von deutschen und rumänischen Kindern gesprochen wird. Warum? Als Integrationsbeirat sagen wir ganz deutlich, wir sind alle Bürger dieser Stadt. Wir sind alle Magdeburger. Wir gestalten das Leben in dieser Stadt genauso wie andere auch. So Christoph Blau, Integrationsbeauftragter der Landeshauptstadt Magdeburg. Wenn in 3 Tagen in 18 verschiedenen Familien gleichzeitig so ein Virus ausbricht, muss es irgendeine Beziehung geben. Das liegt auf der Hand. Die haben wir hundertprozentig noch nicht innerhalb der Stadt Magdeburg ermittelt. Wir suchen aber nach den Möglichkeiten, wo es herkommen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die wir nachgegangen sind. Es kann auch sein, und da gibt es auch, wir kriegen von Bürgern eine ganze Reihe von Hinweise, dass die Bürger vielleicht jetzt gar nicht zum Testen gehen, weil sie Angst haben, als die Volksgruppe sozusagen stigmatisiert zu werden. Das ist nicht der Fall. Wir wollen den Bürgern klar sagen, egal wo sie herkommen, geht hin. Es geht um eure Gesundheit. Wir machen alles, um die Gesundheit jeder einzelnen Person in Magdeburg zu schützen, egal wo er herkommt und wie er heißt. Die Gesundheit muss geschützt werden und wer irgendwelche Hinweise hat, die geringsten Symptome hat, soll zum Testen gehen. Es gibt in Deutschland seit 2014 auch, eigentlich schon seit 2004, das Arbeitsmigrationsrecht, dass Europäer in jedem europäischen Land hingehen können, wenn sie Arbeit haben und dort leben können und arbeiten können. Und der Punkt sozusagen, der dazu führt, zu den Verhältnissen, die wir jetzt gerade haben, nicht nur mit Corona, sondern in anderen Bereichen auch, was die Wohnverhältnisse betrifft, ist eben die Bedingung, dass wenn ich nicht von meinem Geld alleine leben kann, ich als Bedingung brauche eine preiswerte Wohnung und einen einfachen Job. Wenn ich das beides erfülle, dann habe ich das Recht, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber in dem Land zu fungieren und zu arbeiten. Und dann wird in der Regel, weil das Geld nicht reicht und die Familien größer sind, aufgestockt. Das haben wir damals in Magdeburg alles recherchiert und beschrieben. So war die Situation und so ist sie heute zum Glück nicht mehr. Das sage ich Ihnen auch gleich dazu, die ist nicht mehr, so wie das vor 2 Jahren der Fall war. Aber das ist das gleiche System, was Sie überall haben. Bei den eben beschriebenen Hotspots der letzten Tage haben Sie das in Gütersloh und haben das auch in Göttingen. Es sind Menschen, die wenig verdienen, die in Verhältnissen leben, die sie leben müssen. Sie müssen eine Hartz-IV-Wohnung haben, sonst ist das System ja gar nicht, funktioniert das ja gar nicht. Und dann tritt zutage, was wir uns in Magdeburg auch haben. Wir haben dann damals uns entschieden, wir helfen da. Wir helfen mit einem Konzept über freie Träger. Wir helfen mit der Vorschulausbildung der Kinder. Wir machen einen Müttercafé. Das hat alles Frau Boris mit ihren Mitarbeitern organisiert. Auch mit dem Sozialministerium gibt es ein Förderprogramm dazu. Und wir sorgen dafür, dass die Kinder Deutsch lernen und in der Schule sind. Vom Arbeitsmigrationsrecht wäre das alles keine Pflicht. Weil ich zum Arbeiten in ein anderes Land gehe, unterstelle ich ja, dass ich die Sprache auch kann, wenn ich dorthin gehe. Das machen wir trotzdem. Und haben damit auch Erfolge. Und ich will auch die Erfolge auch nochmal beschreiben anhand der aktuellen Zahlen, die ich mir gestern angeschaut habe. Von den Menschen, die jetzt in dem Bereich wohnen, die wir gerade unter Quarantäne gestellt haben, arbeiten inzwischen über 60 mit einem Einkommen weit über 1.000 Euro. Das war vor 2 Jahren nicht der Fall. Da waren die Einkommen in der Regel bei 400 Euro. Über 1.000 Euro und darum ist es auch verständlich, was der Kollege mir da am Sonntag aus dem Fenster zugerufen hat, sorgen Sie dafür, dass wir unseren Job behalten.
Denn die Bedingung ist, wenn ich keinen Job habe, habe ich kein Aufenthaltsrecht. Und dann appelliere ich von dieser Stelle auch an die Arbeitgeber, dafür zu sorgen, bei den Menschen, die den vollen Job jetzt haben und auch einer vernünftigen Arbeit nachgehen, dass sie nicht aus Gründen, dass sie es nicht erscheinen, in den nächsten 14 Tagen die Arbeitsverhältnisse auflösen. Das wäre ungerecht. Und die brauchen das Geld, um ihre Familien zu ernähren, zumindest zum größeren Teil, und brauchen natürlich auch den Status, dass sie Arbeitnehmer sind. Und wenn man die Kinder hier weiter leben will, in der Schule ausgebildet werden soll, muss das erhalten bleiben. Das wäre jetzt völlig unredlich, die Arbeitsverhältnisse zu lösen, weil niemand in Quarantäne geschickt worden ist.